Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich will euch heute was erzählen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen was herausgefunden, was sehr interessant ist. Hat mir meine beste Freundin Oksana erzählt. Für die meisten wird es offensichtlich sein, oder für ein paar. Und für die anderen wird es wieder so ein Aha-Moment sein. Aber wenn es keiner einem sagt, dann kommt man halt nie drauf. Und zwar geht es um die Quest. Ihr könnt sie eh schon sehen. Leuchtet orange. Und zwar kann man mehr. Nicht wirklich, also man kann immer drei Quests maximal haben, aber man kann einen vierten Balken haben, eine vierte Spalte, wo dann die Belohnungen sind, beziehungsweise die Begegnung. So, hier seht ihr es. 1, 2, 3, 4. Ich muss mal kurz stillstehen für das Thumbnail dann. Und zwar habe ich hier ganz normal die drei Quests. Das eine will ich mir dann gleich abholen. Oder? Ja, mach mal das jetzt dann für euch. So, und dann ganz oben ist die Spalte mit den Begegnungen. Die kann man sich, und das wusste ich nicht, sammeln, stapeln kann man die. Ihr wisst ja, die Belohnung, die Begegnung, das Pokémon kann nicht fliehen. Und ihr könnt auch nicht fliehen, also ihr könnt fliehen, aber es ist halt immer noch da, und zwar in dieser Form hier oben. Und was ich bisher immer dachte ist, auch wenn es da oben ist, also wenn ihr wieder flieht, es besetzt halt einen Platz, dachte ich immer. Zum Beispiel, ihr habt die Quest erfüllt, geht hier drauf, so. Und dann landet, okay, dann kam das hier. Also das sieht man nicht immer. Manchmal ist es halt nur so. Und ich dachte dann immer, dass es halt einen Platz besetzt. Das heißt, du musst das Pokémon fangen, bevor du da wieder eine neue Quest reintun kannst. Aber nee, es öffnet sich hier unten noch ein Feld. Das heißt, du kannst drei Quests haben und die Belohnung hier ansammeln. Was man dann genau damit macht, man kann dann halt zum Beispiel Bälle sammeln oder Bären und dann die Belohnung abholen. Wie die sortiert sind, weiß ich jetzt nicht genau. Ziemlich random. Ich habe da jetzt verschiedene Pokémon gesammelt. Und Tangela ist auch dabei. Schau, wenn wir wieder auf Fliegen gehen. So. Genau so sieht es immer aus. Ich dachte immer, das besetzt einen Platz. Dann kann man zum Beispiel warten auf Doppel-EP oder Doppel-Bonbon oder so. Und dann alle Begegnungen einlösen. Für mehr Bonbons, für mehr EP. Wenn man jetzt das Pokémon fängt, dafür gibt es dann natürlich keinen Stempel. Weil die Quest habt ihr schon erfüllt, dafür habt ihr schon den Stempel bekommen und das ist halt dann nur noch die Belohnung. Da hat mich auch ein paar gefragt, wie das möglich ist, dass da halt vier Felder sind. Jetzt wissen wir es. Es gibt nur drei Questfelder und ein Feld ist halt für die Belohnung. Das wollte ich euch mitteilen, habe ich vor kurzem selber erst erfahren, weil ich dachte wirklich, dass dann eine Quest blockiert wird und man muss das Pokémon erst fangen, bevor man eine neue Quest starten kann oder auffüllen kann. Schreibt noch in den Kommentare, ob ihr das schon wusstet, dann hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.